Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute das Gespenst. Und ich spiele mit den Perks Beobachten und Zuschlagen, Aufgezehrte Hoffnung, Barbecue und Chili und Heimgesuchter Boden. So, und ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde und wo sich hier unsere lieben Überlebenden rumtreiben. Ich wollte schon gerade sagen, unsere lieben Gambler befinden, aber ich spiele ja gar nicht so Let's Take. So, ich glaube, ich habe hier hinten irgendwas gesehen. Ich kann mich aber auch getäuscht haben. War wahrscheinlich eine Täuschung. Okay, Einbildung. Ist hier oben jemand? Hört sich das so an? Ja, hier oben sitzt jemand. Langsam durchgestiegen, aber ich habe es trotzdem nicht erwischt. Schade. Hallo, Mac. Ein für dich. So, woran... Ach, sie wirft die Palette um. Verdammt, ich dachte, ich würde sie erwischen. Na gut, dann machen wir es mit dem guten alten... Springst du drüber? Nein. Springst du jetzt drüber? Ja, langsam. Aber du liegst. Oh, und es wurde aufgezerrter Boden aktiviert. Okay, verdammt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt ist der schon zur Hälfte schon fast vorbei. Und ich konnte noch gar nicht groß gucken, wo die Überlebenden sitzen. So, dort hinten sitzt einer. Nee, den erwische ich nicht mehr. Schade, jetzt ist der Perk natürlich weg, ohne dass ich ihn überhaupt einsetzen konnte. Oh, knappe Sache. Naja, nicht knappe Sache, sie war schon längst weg. Aber schade, dass der Perk jetzt auch schon wieder weg ist. Ich habe ihn ja nur auf 1. Hätte ich auf 3, hätte ich jetzt die Nia schön schlachten können. Kann die jetzt hier im Kreis? Nein. Wo ist die jetzt hin? Die ist einfach komplett anders gelaufen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Hallo, Nia. Eins für dich. Dann sitzt die Claudetta immer noch. Ja, sitzt sie. Und sie ist meine Besessenheit. Dann bekommst du erstmal schön einen auf dem Rücken. Nee, ich sehe dort hinten niemanden. Aber den gebe ich erstmal einen ordentlichen Kick, dass er zurückgeht. So, und die haben immer noch nicht die Mac gerettet. Warum machen die das nicht? Okay, ich sehe dort hinten Spuren, drum warte ich mal kurz hier. So, da wurde gerettet. Und sie rennen wahrscheinlich... Ach. Die wollte ich jetzt aber auch nicht wirklich erwischen. Sondern die hier. Na gut, dann liegen halt beide. Ist auch gut so. So, dich hänge ich zuerst auf, dann hänge ich die Mac auf. Und wenn beide gerettet würden, würde ich... Oh, das war ein Insta-Heal. Ziemlich verschwendet. So, ich muss hier schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich muss weit genug von der Nia weg sein, dass sie gerettet werden kann. Jetzt kann sie gerettet werden. Los, Claudette. Tu dir keinen Zwang an. Ich habe jetzt mein zweites Zeichen bekommen. Und Mac ist tot. Oh, wie fies. So, die rennen garantiert hier hinten irgendwie lang. Ja, hallo. Oh, und ich finde wieder nur die Nia. Schade, Nia. Aber, nee, nicht gut für dich, Nia, so rum. Schade, dass ich die nicht erwischt habe, aber hart im Nehmen. Das muss man auch erstmal timen können. Okay, wenigstens die Schrottlaubenpalette weg. So, Nia, wo rennst du lang? Hier oben lang? Durchs Fenster. Und jetzt nochmal durchs Fenster. Jetzt, oh ne, zu der Palette hier oben. Könntest du vielleicht sogar schaffen. Wirf um. Dankeschön. Ich tue mal so, als würde ich mich swiften. Oh, sie ist nicht drauf reingefallen, aber dann hat sie sich selbst irgendwie ausgetrickst. Und ist drauf reingefallen. So, auf die Schulter und ab an den Haken. Zack. Und die sitzen dort hinten. Und dort oben.
So, sie sind zumindest nicht weggerannt, sondern weggelaufen. Die kleinen Frechdechser. Bis jetzt hatte ich, glaube ich, nur Nia und Mac am Haken. Kann das sein? Da wurde gerettet. Jetzt bin ich gefährlich. Jetzt habe ich 3 Token. So, ich sehe keine Rennspuren. Habe ich dich? Überraschung. One Hit. Und Claudette habe ich auch gesehen. One Hit. Wie fies. So, Claudette hat einen Entscheidungsschlag. Drum hole ich mir lieber zuerst den Tab. Denn der kriecht hier mit, ich glaube, Tenacity heißt im Englischen, Beharrlichkeit im Deutschen, kriecht er hier schon recht flink davon. Und ich sehe dort ganz hinten die Nia laufen. So, ich mag im Moment meinen Rücken zu sehr. Ich meine, da stecken schon so viele Splitter und was weiß ich alles drinne, dass ich da gerade keinen Entscheidungsschlag mag. Und sie, die Nia geht retten. Die hat sich hier an mir vorbei, beziehungsweise diesen anderen Weg gegangen, als ich dachte, dass sie ihn gehen würde. So, sie versucht jetzt nochmal zu retten. Aber hat ihn im Grunde gefarmt und versucht jetzt die Claudette aufzuheben. Also Nia, du hattest hart im Nehmen. Zündest bitte. Ja, danke. Ah, fast. Hätte ja klappen können. Sie wird jetzt rumgehen und versuchen wahrscheinlich Claudette aufzuheben, aber das wird sie nicht schaffen. Das Gute ist... Oh, Chap hat... sag schon, Unbreakable. Das Gute ist, Claudette ist jetzt hier relativ nah am Haken gestorben. Vielleicht schaffe ich es ohne Entscheidungsschlag. Ohne Entscheidungsschlag geschafft. Wundervoll. Also, Tab sitzt wahrscheinlich auch hier irgendwo in der Nähe. Aber, naja. Das ist jetzt schon ein Schlachtfest, ob er jetzt rettet oder nicht. Nia ist tot. Claudette hängt. Und Tab ist auch nirgendwo auffindbar. Vielleicht ist er hier hinten irgendwo. Keine Ahnung, wo der Tab jetzt hingegangen ist. So. Er hat gerettet, okay. Sie wollen es hier nochmal ein bisschen spannender machen. Hier oben lang rennen sie Richtung Schule. Dort rennt Tab, den hole ich mir. Claudette ist rechts von mir. Claudette hat aber immer noch Entscheidungsschlag. Und auf Entscheidungsschlag. In meinem Rücken, darauf habe ich keine große Lust. Lieber Tab! So, dich hebe ich auf, dann bringe ich dich hier rechts von mir an den Haken. Dann sehe ich vielleicht die Claudette mit Barbecue und Chili und kann das Spiel beenden. Außer Claudette ist schlau und verhält sich in meinem Radius auf. Claudette ist schlau. Ich habe sie hier oben zuletzt gehört. Vielleicht heilt sie sich erstmal. Oder sie spekuliert hier auf die Falltür. Hier ist Claudette. So, Claudette. Okay, sie geht nach unten. Oh, ich würde sie wirklich gerne töten. Okay, Fast Walk, damit bin ich schneller. Hier lang. Und kommt sie jetzt hier raus? Nein. Sie ist dort hinten. Die Claudette macht es spannend hier. Habe ich dich.
So, meine Liebe, du hast noch deinen Entscheidungsschlag. Ich krieg dich hier nicht zu irgendeinem Haken in der Nähe. Bitte hau ihn raus. Sie hat ihn verhauen. Wundervoll. Dann kommt sie an den Haken. Puh. Ja, ich weiß, ich habe zu sehr jetzt am Ende bei der Hedge gecampt. Die Claudette hatte keine Ahnung, wo die Hedge ist. Aber ich glaube, wer Killer häufiger spielt, der kann verstehen, dass man ja irgendwie so ein bisschen gierig ist und gerne alle töten möchte. Ich meine, ich bin schon zufrieden, wenn ich 2 bekomme, wenn das Match hart läuft. Wenn es aber möglich ist, ich meine, ein 4-Kill geht auch immer. So, und da hätte ich jetzt nicht immer bei der Hedge warten müssen, das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Ich hätte lieber ein bisschen rumlaufen sollen und mir die Claudette so schlappen können. Na gut, aber mein Plan ist ja am Ende aufgegangen. Ich habe sie ja gefunden. So, und sie wusste, glaube ich, nicht mal genau, wo die Hedge ist. Zum Glück. So, die haben trotzdem ganz gut gespielt. Und die aufgezählte Hoffnung. Ah, schön, dass sie mir das Ganze erleichtert hat. Ich hätte ein bisschen mehr jagen müssen, wobei ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Ein Stückchen mehr. Das ging dem Spiel anscheinend zu schnell. Aber, naja. Man kann halt nicht alles perfekt machen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!